Die Waschmaschine zieht sich aus dem Internet, die meldet sich nur an, ich bin Waschmaschine 7000 und dann kriegt sie die Programme direkt aus der Cloud. Es gibt zum Beispiel seit, glaube ich, 4 Wochen Waschmaschinen und Kühlschränke von Samsung, die statt dem normalen Display, also was man als Waschprogramm einschaltet, normal Android 4 drin haben. Also das Google-Betriebssystem für Handys. Ich denke, das ist so der Beginn, so heimlicher Beginn von dem Internet der Dinge. Also, dass alle Dinge dann irgendwie einen Android-Bildschirm drauf haben, also auch die Kaffeemaschine und so weiter. Und dass sich da heimlich jetzt, glaube ich, über Samsung eine Normung der Welt rausbildet. Das ist jetzt sozusagen für mich eine spannende Verbindung zwischen dem Internet und der realen Welt. Ja? Da sind Apple oder Google sind zu sehr im Internet. Ja? Apple ist ja mit Musik jetzt da, das sind aber noch alles digitale Güter. Und jetzt wird das langsam geerdet. Und das finde ich zum Beispiel jetzt im Augenblick die spannende Welt.